Hey Freunde und herzlich willkommen zu meinem Channel und herzlich willkommen zum nächsten Getränketest. Ich habe nun den zweiten von Freeway Hydrate hoch 10, nenne ich ihn mal. Und zwar ist das hier die Sorte Erdbeer, Wassermelone, also Strawberry Watermelon. Also bleibt mal schön dran. Ich habe mir gekauft im Lidl-Markt hier diese neuen Hydrate-Drinks. Mittlerweile ist es ja so, dass mehrere Firmen so etwas herausbringen, na, mit Aminosäuren und so weiter und so fort, weil es ja, es wird ja immer mehr auf die Gesundheit geachtet, und ja, irgendwann werden es nur noch zuckerfreie Versionen geben, aber ist okay, habe ich kein Problem damit. Vegan ist es. Es ist viel Vitamine drin, es sind Aminosäuren drin, es hat ein C-Ranking, was ich irgendwie ein bisschen ehrlich finde. Na, mit ja, es ist ein bisschen Kokoswasser ist mit drin. Und zu den Nährwerten 3 Kilokalorien auf 100 Milliliter, das sucht seinesgleichen. Das ist schon mal richtig klasse. Das heißt, die ganze Pudel hier 500 Milliliter haben 15 Kilokalorien. Ist absolut okay. Und da 2 Gramm Kohlenhydrate, davon 1,5 Gramm Zucker, ist auch richtig klasse. Dafür hat es aber kein Eiweiß. Es hat jede Menge Vitamine und so weiter und so fort. Es hat sogar Vitamin B6. Das 250-fache von dem, was man am Tag nehmen sollte. Ja. Naja. So, gut. Ich würde sagen, man sieht ja, was man bekommt. Vom Aussehen her, es sieht fresh aus, es sieht, ja, es sieht sportlich halt aus. Also ich meine, das würde gut aussehen, wenn ich mir das im, beim Fahrrad in der Mitte in diesen Getränkehalter stecke. Dann würde das vermutlich ziemlich geil aussehen. Bei dem Wetter würde das sehr heiß werden, aber naja, gut. Man kann ja nicht alles haben, sage ich immer. So, und hier haben wir das ganze Problem der deutschen Gesellschaft in einem Dreh versammelt. Nämlich diesen blöden Deckel. Also ne, der Deckel ist nicht blöd, sorry. Der Deckel, sorry Deckel, du bist nicht blöd. Aber hier dieses ganze System, hier, ja. Das heißt, extra Plastik. Und wenn ich Bock drauf hätte, würde ich das abreißen. Ich habe ein Messer und dann zack, zack, fertig. Und ich könnte mir vorstellen, dass es genug Leute gibt, die gerade wegen diesem komischen Deckel jetzt dieses abschneiden und die Deckel wegfeuern. Das könnte ich mir tatsächlich, oh, da ist eine Locke. Oh. Ja, könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Ja, ich habe noch nie irgendwie von der Flasche einen Deckel fortgeschmissen. Sollen sich mal lieber darum kümmern, auf den Bierflaschen, die Kronkorken. Die fliegen auch überall rum und keiner schert sich drum. Ne? Oder ein einheitliches Pfandsystem in ganz Europa einzuführen, das klappt nämlich auch nicht. Kriegt man auch nicht hin, aber sowas, ein wie ein Kind an die Hand zu nehmen, das kriegt man hin. Und dann lässt man sich natürlich dafür feiern. So viel am Rande von mir dazu. Ich würde sagen, schenken wir ein. Ja, ich habe mir das Zeug selber gekauft im Übrigen, deswegen erlaube ich mir, dafür keine Werbung zu machen, sondern meine ehrliche Meinung zu sagen, entweder schmeckt es mir oder schmeckt es nicht. Ich habe bisher eins getestet, das war glaube ich, gestern kam es online und vom Geschmack her, also nee, ganz ehrlich nicht. Ja, es sieht Barbie-mäßig aus, würde ich sagen, Barbie. Hm? Ja, total schweinchenrosa. Ist das? Aber vom Design her würde ich sagen, ja doch, 5 Sterne, weil es ist gar nicht mal so übel vom Design. Es sieht gut aus zumindest, ja. Und hier dieses Schweinchen Rosane, das passt auch gut dazu. Ja, 5 Sterne vom Design. Prost. Oha. Also vom Geschmack
ist es nicht meins. Ich dachte irgendwie, das wäre, es würde besser schmecken wie das letzte, aber es hat einen ähnlichen Geschmack. Du schmeckst da Erdbeer und Wassermelone, ach ja, am Rande raus. Aber was der Geschmack, der mehr überwiegt, das ist dieses Gefühl, als ob du 20 von diesen, beim Apotheker gab es die früher, dieses Traubenzuckerli, wenn du 20 davon in Wasser auflöst und das dann säufst, genauso fühlt sich der Scheiß nämlich an. Und ich habe wieder so ein komisches Gefühl im Rachenraum, als ob es betäubt oder als ob da was Pelziges drauf ist. So ein Gefühl habe ich da. Also, ja, Kalorien zählen in allen Ehren, aber ganz ehrlich, es muss auch schmecken. Und das ist jetzt nicht mein Fall. Natürlich kann es natürlich sein, dass ihr das total mega feiert. Dass ihr sagt, oh, ohne das kann ich nicht mehr leben. Ohne das zu saufen. Macht er das. Freue ich mich. Ich freue mich so mega für euch, wenn ihr das feiert. Ich finde es irgendwie nett gut. Das ist sogar, ja, das ist etwas besser als das, was ich vorher getestet habe. Ich weiß nicht mehr, das. Was war denn das eigentlich? Bam, weiß ich gar nicht mehr. Ich kann dann auch gucken, aber ich bin so faul. Naja, jedenfalls ist das noch ein kleines bisschen besser. Deswegen würde ich sagen, vom Geschmack her zwei Sternchen von fünf möglichen. Weil, ja, also ist, das werde ich vermutlich jetzt leer trinken, aber auch nur deswegen, weil ich sonst nichts anderes mehr zu trinken dabei habe. Ich habe heute vergessen, mir Wasser einzupacken, ja, und dann werde ich das jetzt trinken. Ja, es schmeckt nicht besonders gut und es schmeckt chemisch, aber naja, gut. Wenn man nichts anderes hat, dann frisst der Teufel halt in der Not fliegen. Ist halt so. Ja, ich würde sagen, wenn ihr das schon kennt, schreibt mir mal in die Kommentare rein, wie ihr das findet. Wie gesagt, das ist keine Werbung. Das ist, ich habe mir das selber gekauft und ich nehme mir mal einfach mal das Recht raus, das gut zu finden oder scheiße zu finden. In dem Fall finde ich es halt nicht gut. Kann sein, dass das nächste Getränk, was hätte man da? Blue Raspberry, glaube ich, haben wir da noch am Start. Vielleicht ist es ja der Umbruch und ich finde das dann mega cool. Mehr war es nicht. Aber bisher hat es mich nicht überzeugt. Ich würde sagen, lasst ein kleines Like da, lasst einen Kommentar da, wenn euch meine Videos gefallen, und dann bis demnächst und gute Fahrt, Jungs und Mädels. Tschüss.